Wir wollen euch heute in der Computer Corner zuerst mal ein Abenteuerspiel vorstellen. Wenn ihr so durch die Kaufhäuser schlendert oder durch die Computershops, werdet ihr sehen, dass die Regale voll sind mit Abenteuerspielen oder auch Adventure Games. Da geht es um Elfen, Zauberer, Hexen und, und. Wir wollen euch heute ein Spiel vorstellen, das wir für eines der gelungensten in dieser Branche halten. Das ist das Spiel The Pawn, was im Deutschen so viel heißt wie das Pfand. Bei diesem Spiel kommt es nun darauf an, dass ihr in dem sagenhaften Land Kernovia mit einer Botschaft des Zauberers durch alle Höhen und Tiefen dann etwas, naja, das will ich euch nicht verraten, um was es da geht. Jedenfalls, wenn ihr dieses Spiel habt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr 4 Monate zusammen mit eurem Computer eine ganz interessante Unterhaltung habt. Es ist ein sehr spannendes Spiel. Wir haben hier mal die Version vom Amiga benutzt, um euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Ihr habt hier eine Menüleiste, auf der ihr noch bestimmte Besonderheiten anwählen könnt. Ihr könnt auch einen Printer, einen Drucker anschließen, bei dem ihr quasi dann immer erfahrt später, wo ihr wart und könnt an der Stelle wieder weitermachen. Die Grafik ist unserer Meinung nach sehr gelungen und auch die Textvorgaben, die Hinweise sind auch prima. Ihr könnt, wie gesagt, einmal Westen, Osten, Süden und dann die ganzen Zwischenrichtungen anwählen. Ihr habt ein Inventory, ihr wisst immer, was ihr dabei habt, Hilfestellung und es gibt eine ausführliche Broschüre, die das bei diesem Buch dabei ist. Und was ihr noch machen könnt, ihr könnt auch mit dem Computer sprechen. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Sprachsynthesizer dieses Adventure-Spiel zu spielen. Wie gesagt, das war es jetzt aus der Welt der Abenteuerspiele. Und jetzt wollen wir euch nochmal ganz kurz auf ein Anwenderprogramm hinweisen. Auch dieses Anwenderprogramm läuft auf dem Amiga, heißt Deluxe Paint. Deluxe Paint, mit diesem Programm könnt ihr Bilder malen, wie hier zum Beispiel. Ihr habt es in unserem Musikspot gesehen, unser Regisseur arbeitet auch mit diesem Programm. Und ihr könnt diese Bilder auch ausdrucken, wie wir euch das hier auch mal zeigen wollen, auf dem Ocima 20. Das ist ein Farbdrucker und das ist dann das Ergebnis. Das heißt, das sind die Bilder, die mit diesem Programm Deluxe Paint gemalt worden sind. Wir finden, da kommen ganz beachtliche Ergebnisse raus. So, in der Programmvorstellung kommen wir nun zum zweiten Programm, zum zweiten Spielprogramm. Das ist das Programm Aliens, benannt nach dem Film Aliens Part 2, Teil 2. Bei diesem Programm kommt es darauf an, dass ihr in einem fremden Raumschiff versucht, das Geheimnis der Aliens herauszufinden. Nun ist es nicht ganz so einfach. Das Programm ist Joystick gesteuert und ihr seid mit einer Besatzung von 6 Mann in dem feindlichen Raumschiff unterwegs. Das Spiel verspricht, weil es eben auch auf Reaktion ankommt und mit einem Zufallsgenerator arbeitet, lange Spannung. Deswegen haben wir es euch vorgestellt. Wie gesagt, das Programm heißt Aliens Part 2. So, nach diesem Programm möchten wir euch noch ein Buch vorstellen. Das Buch ist von Peter Milger und Fritz Reitenbach und heißt Die Denkspielmaschine vom kreativen Umgang mit Computern. Erschienen ist dieses Buch im Athenäum Verlag. Warum wir das vorstellen, hat ganz einfach den Grund, weil dieses Buch nicht allein das technische Know-how, den Vorgang in einem Computer beschreibt, wie viele Bits, Bytes und wie das alles funktioniert, sondern dieses Buch versucht euch den Zugang zum kreativen Umgang mit dem Computer vorzuführen. Und das finden wir eigentlich sehr empfehlenswert. Und jetzt kommt das. Auch heute spielen wir wieder mit einem unserer Gesprächspartner Marble Madness. Herr Dr. Frank testet seine Geschicklichkeit. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie vor dem Computer sitzen, ne? Nein, aber was anderes auf dem Screen. Jetzt mit Schwung. Es geht darum, die Kugel wieder so schnell wie möglich ins Ziel zu bringen. Die Spiellänge ist für alle Teilnehmer vorgegeben. Also das ist eher was für ein Eiskanal fahren. Schneller! Oh nein! Abgestürzt! Schnell weiter! Jetzt wieder schnell ins Ziel, schnell! Ja! Und jetzt aber weiter! Zweite Spielebene runter! Vorsicht, die schwarze Kugel! Jetzt mit Schwung! Ja! Abgestürzt! Jetzt aber! Runter, runter! Und Vorsicht! Bremsen, bremsen! Bremsen, bremsen! Schanze runter! Jawohl, bremsen! Und jetzt an diesem komischen Stampfband vorbei! Die beiden sind nur einstampfen! Runter, runter, runter! Schnell runter, runter! Und nur angeschlagen! Macht nichts! Nur angeschlagen! Macht nichts! Nein! Abgestürzt! Schnell so. Weiter. Über die Brücke, jetzt über die Brücke und runter. Nein, wow. So ich wollte doch in den Trichter rein. Ja, jetzt ist es zu spät um den Trichter. Und weggekehrt. Lieber runter wollen. Komm mal wieder. Nicht. Oh. Nochmal jetzt ganz langsam. Runter, runter, runter. Weggekehrt. Macht nichts. Ganz ruhig bleiben, das schaffen wir schon. Runter. Also runter. Wieder weggekehrt. Jetzt ganz langsam runterrollen. Runterrollen. Und jetzt Kurve! Kurve! Kurve, ja! Ja, Kurve! Oh.
zurück. Und jetzt. Nein! Abgestürzt! Und jetzt. Ganz vorsichtig. Jetzt sehr vorsichtig, 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 vorsichtig. Runter, bremsen! Jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Also. Langsam, langsam. Nicht, 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 nein! Jetzt vorsichtig da um die Ecke rum. Geradeaus, geradeaus. Jetzt bremsen! Bremsen! Links, links, oh! 7.868 Punkte, also der Punktestand vom letzten Mal wurde nicht überboten. Das war's für heute. Wir melden uns in 4 Wochen wieder und bis dahin. Tschüss.